Hallo ihr Lieben, heute habe ich Nussecken für euch, aber nicht irgendwelche, sondern Nussecken mit Marzipan. Falls ihr noch nie Marzipan-Nussecken gebacken habt, dann empfehle ich euch ganz dringend, Zutaten besorgen, ab in die Küche und nachmachen. Ich habe dafür die feine Marzipan-Rohmasse von Zentes verwendet und um den Geschmack noch abzurunden, kam noch die Zentes Sonnenfrüchte-Konfitüre in der Variante süße Orange in Einsatz. Perfekte Kombination, Marzipan, Nüsse, Orange. Es geht direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Für den Mürbeteigboden brauchen wir 300 Gramm Mehl, 125 Gramm kalte gewürfelte Butter, wir brauchen 50 Gramm Zucker, eine Packung Vanillezucker, ein Ei. Außerdem habe ich hier noch einen halben Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Alle Zutaten kommen jetzt in eine Schüssel und werden zu einem Teig geknetet. Anfangs nehme ich da immer gerne eine Küchenmaschine zu Hilfe. Dann kommt der Teig schon mal so ein bisschen zusammen und wenn das Ganze schon so ein bisschen krümelig wird, kann man mit der Hand weiter kneten, bis eine einheitliche Masse entsteht. Der Teig wird dann in Frischhaltefolie gewickelt, etwas flach gedrückt und eine Stunde im Kühlschrank aushärten gelassen. Weiter geht es dann mit dem Belag und dafür brauchen wir 3-4 Esslöffel der Zentes Sonnenfrüchte-Konfitüre süße Orange. Wir brauchen eine Packung Zentes feine Marzipan-Rohmasse, diese habe ich mir bereits gerieben. Außerdem brauchen wir 125 Gramm Butter, 100 Gramm Crème fraîche, 200 Gramm gemahlene Haselnüsse, 100 Gramm gehackte Mandeln, 200 Gramm Zucker, eine Packung Vanillezucker und wir brauchen 2 Esslöffel Milch. Hier habe ich mir ein Backblech mit Backpapier ausgelegt und einen eckigen Tortenrahmen darüber ausgefaltet mit den Maßen 30 x 30 cm und hier drücke ich jetzt meinen Mürbeteig hinein. Teil 1 unseres Belags besteht aus der Zentes Sonnenfrüchte süße Orange Konfitüre. Diese streiche ich über den Mürbeteigboden, bevor es dann mit der Nussmasse weitergeht. Für die Marzipan-Nussmasse wird die Butter zunächst in einem Topf zum Schmelzen gebracht und anschließend das Crème fraîche und die Milch eingerührt. Danach werden die geriebene Zentes feine Marzipan-Rohmasse, der Zucker und Vanillezucker hinzugegeben und bei schwacher Hitze so lange dazu gerührt, bis alles einigermaßen gut verschmolzen ist. Zum Schluss werden dann natürlich noch die gemahlenen Haselnüsse und gehackten Mandeln eingerührt. Die Marzipan-Nussmasse wird jetzt gleichmäßig über den Mürbeteigboden gestrichen und so kommt das Backblech dann bei 150 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen für etwa 25 bis 30 Minuten. Die Nussecken sollten so eine ganz leichte goldbraune Farbe annehmen. Nach der Backzeit sollte alles einmal schön auskühlen, danach können die Nussecken daraus geschnitten werden. Ich habe 18 Stück daraus bekommen und wer möchte, kann zum Schluss noch etwas Zartbitterschokolade über einem Wasserbad schmelzen lassen und die Ecken der Nussecken da reintunken, aushärten lassen und direkt servieren. Thank you.
Fertig sind die leckeren Nussecken mit Marzipan. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr dieses Rezept mal ausprobiert. Wenn ja, schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, wie sie euch geschmeckt haben. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!